Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rissen. Beim letzten Mal haben wir der Tilda erzählt, wie es ihren Söhnen geht, haben den Konrad mit dem Konrad gesprochen und der soll jetzt nicht so toll sein. Dann gehe ich nochmal rein und spreche mit dem Konrad. Der ist weg. Hat hier so einen riesen langen Arm, wenn er von da aus das Zeug nehmen kann. So. Ja, er ist hier oben. Hallo, Konrad. Was willst du hier? Ich hörte, du lässt Tilda nicht in dein Haus. Hat sie dir das erzählt? Die alte Hexe? Ich versorge sie mit Nahrung und stelle ihr großzügig Platz zur Verfügung. Und sie jammert und heult. Lass sie doch einfach drin schlafen. Hör mal, Bursche, misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Hier bestimme immer noch ich, wen ich in mein Haus lasse. Zeig mir deine Ware. Das wirst du bald erfahren, dass du hier nichts mehr zu bestimmen hast. Wie gehen wir mal zu dem Bauern, der die hier wertet und rede mal mit dem Bauern. Da hat es wieder festgemacht. Ich sehe, Sie haben Zuwachs beim Don bekommen. Sehr gut. Ich bin guter Dinge, dass hier endlich mal was passiert. Weiter so. Dankeschön. Unterrichte mich im Kampf. Stärke Schwertkampf. Talent für das Benutzen von Schwertern und leichten Nahkampfwaffen. Du kannst Seitenschläge ausführen. Ah, dann machen wir das gerade mal. Unterrichte mich im Schwertkampf. Bisher hast du nur gelernt, wie du deinen Gegner frontal angreifst. Aber besser ist es, wenn du abwechslungsreicher kämpfst. Benutze Seitenschläge. Hört sich gut an. Ist es auch. Zusätzlich kannst du den Schwung eines seitlich geführten Schlages nutzen, um einen weiteren Hieb zu führen. Dafür musst du deinen ganzen Körper einsetzen, dann richtest du mehr Schaden an. Okay, dankeschön. Ja! 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 Cool. Gefällt mir. Okay, genau, wir wollten ja zu dem Bauern, der die Kühe bewirtet, oder wie man es auch nennt, weiß ich nicht so 100%. Aber den bestellen wir uns. Kennst du einen guten Witz? Klar, die Kuh eines Bauern ist krank. Besorgt fragt er seinen Nachbar, was hast du denn damals deiner Kuh gegeben, als sie so krank war? Den kenne ich schon. Den kenne ich schon. So. Mir macht es irgendwie Spaß, die Leute auszuräumen. Man kann zwar nicht direkt alles nehmen, aber egal. Es macht ja nichts. Na, Fuller. Frag jemand anderen. Costa. Der hat nichts. Einfache Truhe. Delgado. Könnten wir zwar auch beklauen, aber ich lasse es mal lieber sein. Berta. Cool. Du bewachst die Kühe? Ja. Außerdem füttere und melke ich sie. Die Berta hier, das ist die beste Kuh, die wir haben. Ihre Euter sind so dick und prall, dass die Milch nur so rausspritzt. Oh Gott. Ja, sie ist ein echtes Prachtstück. Kein Wunder, dass Konrad will, dass ich sie bewache. So, so. Die Berta, also. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Das stimmt. So.
Dann müssen wir wieder zu Konrad den anschwätzen. Und dass die Bertha sterben könnte oder sowas wahrscheinlich. Und dann mal gucken, was er dann zu erzählen hat, wenn wir den ein bisschen unter Druck setzen. Das wird bei ihm wahrscheinlich aber schwieriger werden. So, vielleicht sind wir wieder da. Okay, nee, das ist ein falsches Haus. Richtig unheimlich. Was willst du hier? Ah, verdammt. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kuh töten soll. Logbuch. Okay. Du machst das schon. Die Dinger gibt's auf der ganzen Insel. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll, so genau. Halte deine Finger bei dir, Bandit, sonst hack ich sie ab. Ich hoffe, wir verstehen uns. Es ist unfassbar. Hallo, wie laufen die Ausgrabungen in unserem Lager? Wenn es so weiterläuft wie bisher, kann das noch ewig dauern. Wird Zeit, dass das endet und wir die Stadt wieder übernehmen. Die Dinger gibt das ist richtig. Was um die Magier darum ist. Krieger, blablabla. Na, Gary. Hey, kennst du einen guten Witz? Lass mich mal überlegen. Ja, ja, einen kenne ich. Also, da wird ein Mann am Strand angespült. Oder nein, nein, er schwimmt zum Strand. Ach, scheiß, ich krieg's nicht hin. Schade. So, ich will jetzt die Wahrheit hören. Kater ist schuld. Er wollte, dass ich etwas von dem Kraut zur Seite schaffe und an ihn verkaufe. Was hast du dafür gekriegt? Fleisch. Und etwas Gold. Aber das war nicht viel. Und ich habe auch nichts mehr. Bitte sag's nicht, Carlos. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Ich werd's auch nie wieder tun. Hau schon ab. Oh, danke. Haben wir noch mal ein bisschen Erfahrung kassiert? Konrad hält ein paar Kühe beim hinteren Stadttor. Schon mal nicht schlecht. Und weiter? Konrad hat eine ziemlich gute Kuh, die Bertha. Aha, damit lässt es sich doch arbeiten. Denkst du das gleiche wie ich? Bestimmt nicht. Er wird Bertha bestimmt vermissen. Und vielleicht wird dir Thorin daran erinnern, dass er noch mehr zu verlieren hat. Ich soll die Kuh töten? Nicht nur das. Du schneidest dir den Kopf ab und bringst ihn zu Konrad. Dann wird er mich umbringen. Bring den Schädel in sein Haus. Am besten in sein Bett, aber lass dich nicht mit dem Schädel erwischen. Dann kommst du wieder zu mir. Gott. Können wir das nicht irgendwie mündlich bereden? Ich will ungern Tiere töten müssen. Aber leider müssen wir das machen, wie es mir schon gedacht habe. Ich sage dir, das wird sich niemals ändern. Das wird sich niemals ändern. Dann müssen wir das theoretisch nachts machen, wenn er pennen geht. Dann schlafe ich jetzt mal direkt in die Nacht hinein. Ist hier ein Bett? Yes. Bis Mitternacht schlafen. So, jetzt haben wir direkt Mitternacht. Ich
Jetzt können wir zu der Kuberta gehen und die töten, wenn es auch mir nicht so wirklich gefällt. Aber was sein muss, muss sein. Die Männer gehen natürlich alle in den Puff rein. War klar. So. Gibt es auch ein eigentliches Freudenhaus für die Frauen? Gibt es das überhaupt eigentlich? Ich weiß es nicht. So. Kennen wir die Kuh? Shit. Wolltest du was? Okay. Wir müssen den zum Schlafen bringen. Haben wir denn was da? Telekinese. Berserker. Skelett beschwören. Heilung. Vielleicht funktioniert das hier. Ja, Baby, komm zu mir. Oh Gott. Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh. Fuck. Aua. Was ist los? Packen wir uns. Ja, Scheiße. Verschwinde von hier. Ach. Au. Okay. Fuck. Kommt der scheiß Bauer hier runter, ey. Gebackt. Laufen kannst du, wie? Mir ist plötzlich so... Kannst mich mal. Ja, der. Komm, den kriegen wir. Scheiße, wie mach ich das denn? Also die Illusion hat jetzt nicht funktioniert. Aber die Frau sah cool aus. Niemand schlachtet ungestraft unser... Fuck! Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh! Illusion, Hilfe! Mir ist plötzlich so... Hoffentlich kommt die Wache jetzt nicht dazu. Nee. Ich hoffe, dass bei mir jetzt wieder alles okay ist. Hey, du hast die Bertha getötet! An deiner Stelle würde ich ganz leise sein. Aber Konrad wird mich nicht mehr bezahlen und ich muss zusehen, wie ich über die Runden komme. Genau. Mistkerl! Okay, er hat sich beruhigt. So, jetzt müssen wir diesen Schädel irgendwie in sein Bett kriegen. So. Das ist eine Kiste.
Und ich weiß auch schon, wie ich das anstelle mit dem Illusionszauber. Wahrscheinlich muss ich dann nochmal schlafen gehen. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Okay, er ist oben. Und macht das Illusion. Pass hier bloß nichts an. Shit. Auf jeden Fall sieht die hübsch aus. Der ist abgelenkt. Es hat tatsächlich funktioniert. Vielleicht können wir ja hier raus. Das sind unsere Tiere, du Mistkerl! Den schnappen wir uns! Hä? Kampf! Jetzt wird's lustig! Den packen wir uns! Au! Hau drauf! Aua! Was geht denn da jetzt ab? Du entkommst uns nicht. Ja! Bleib still. Hä? Okay. Okay, der Versuch ist nochmal mit dem Illusions... Zauber. So. Geht er jetzt da runter? Fass hier bloß nichts an. Komm, geh hin. Okay. So. Komische Quest. Alles klar, unser Geschenk ist angekommen. Ich schätze, Konrad wird nicht mehr gut schlafen. Geben wir ihm ein wenig Zeit, die Situation zu begreifen. Wann soll ich zu ihm gehen? Das hat keine Eile. Ruh dich ein wenig aus. Geh zu Sonja und amüsier dich. Und dann besuchst du Konrad. Okay, dann amüsieren wir uns mal. So. Klatsch. Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Olga ist gerade frei. Sie ist dort drüben und wartet auf dich. Aber benimm dich, verstanden? Ich will keine Klagen hören. Okay. Was? Sogar eine Quest? Carol? Badezauber? Das müsste dann die sein. Na, kleiner Mann? Lust auf ein Abenteuer? Lass uns ein bisschen Spaß haben, ja? Geh zu Donna Sonja und bezahl mich. Dann bekommst du von mir alles, was du willst. Wirklich alles? Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Das ist fein, Liebster. Dann lass uns gleich zur Sache kommen. Ich verspreche dir,
Diese Nacht wirst du nicht vergessen. Wenn du meinst. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Danke. Merkwürdig, dass du mir vorher nie aufgefallen bist. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. Tja, und so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht lange bleiben, oder? Ich habe noch einiges zu erledigen. Schade. Nun, dann musst du tun, was du tun musst. Aber ich lass dich nicht gehen, ohne dir noch etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn du mal jemanden verärgert hast und er will deswegen nicht mehr mit dir reden, kannst du ihn mit dieser Zauberspruchrolle hier wieder besänftigen. Dieser Zauber ist ein sehr mächtiges Mittel. Er kann so einiges wieder gerade biegen, wenn du mal etwas ausgefressen hast. Benutze ihn weise. Danke, ich gebe mir Mühe. So, ich muss nun gehen. Pass auf dich auf, Süßer. Dankeschön. Okay. Da hatten wir Spaß gehabt und haben eine Belohnung dafür gekriegt. Wie viel ist denn die? 100 hätten wir 25 gekriegt. Also haben wir quasi nur einen Verlust von 25 Goldmünzen. Das ist super. Immer schön Gold sammeln. Genau. Ich hoffe, die Bitch kommt jetzt nicht an und sagt irgendeinen Quatsch. Was willst du hier? Ha! Was? Du! Hallo Konrad. Wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha. Du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst! Dankeschön. Heute sehen wir mal der ganz, ganz, ganz böse Bub. Beziehungsweise Bandit. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist? Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Gott. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. Jo, mach ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dann mache ich hier jetzt wieder einen Cut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu zocken. Abonnieren, liken, wollt ihr sehen, kommentieren nicht vergessen. Und danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.